Die Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt in diesem Jahr zum 24. Mal an der Immobilienmesse Expo Real in München teil. Auf dem zweistöckigen Messestand mit rund 500 Quadratmetern präsentieren insgesamt 37 Standpartner ihre Projekte. Ja, wir sind wieder hier auf der Expo, um für den Immobilienstandort Düsseldorf zu werben, um für Investitionen nach Düsseldorf zu werben, um für das Bauen in Düsseldorf zu werben. Und ich freue mich, dass wir hier am Stand mit 37 Partnern gemeinsam auftreten, in diesem Jahr erstmals auch mit Nachbarkommunen aus der Region, aus dem Kreis Mettmann. Das freut mich ganz besonders, weil wir damit zeigen, dass wir auch in der Region gut zusammenarbeiten, dass wir gute Nachbarn sind. Natürlich sind es schwierige Zeiten für den Immobilienmarkt, aber wir wollen Zuversicht ausstrahlen und zeigen, dass es in Düsseldorf weitergeht, dass wir die Stadt weiterdenken und dass in Düsseldorf weiter gebaut wird. In seinem Vortrag am zweiten Messetag gab Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller einen Einblick in aktuelle Entwicklungen am Düsseldorfer Immobilienmarkt. Dabei sprach sich der OB dafür aus, Herausforderungen anzunehmen, anstatt sie passiv verstreichen zu lassen. Besonders in Zeiten, in denen Wirtschaft und Gesellschaft von Veränderungen und Unwägbarkeiten geprägt sind.